Dank, dass Sie mitmachen. Haben wir gleich die nächsten Freiwilligen für unsere Frage. Und wir machen heute eine kleine Umfrage zum Thema 11. September 2001. Ne? Nochmal zur Erinnerung, damals waren ja die Terroranschläge in New York, die weltweit eine, sagen wir mal, Antiterrorpolitik ausgelöst haben und sehr viele Länder beeinflusst haben. Und wir wollen dazu ein paar Fragen stellen und wissen, was die Leute so wissen dazu. Und die erste Frage ist... Aber nicht so schwere Fragen. Nicht so, die steigern sich ein bisschen in der Schwierigkeit. Ja, 4 von 5 müssen richtig sein, dann gibt es 5 Euro und wir testen einfach mal durch. Am Ende lösen wir dann auch auf. So, die erste Frage ist, es sind ja Hochhäuser eingestürzt in New York an dem Tag. Wie viele sind durch die Anschläge direkt eingestürzt? Direkt 2. Mhm. Indirekt 3, glaube ich. Mhm. Können Sie vielleicht kurz benennen, welche das waren? Also die waren hier 2 Zwillingtürme. Und dann Gebäude Nummer 4, glaube ich, in diesem Gebiet, die danach hier sozusagen gestört wurde. Also 3 Türme. Mhm. Sehr gut. Nächste Frage. Wie viele Flugzeuge waren an dem Tag unterwegs, also die von, so wie es schien, von Terroristen entführt wurden? Die waren 5 Flugzeuge. Erste war hier... Die 2 ersten sind hier in Zwillingtürme reingegangen. Eine war im Pentagon. Eine war unterwegs sozusagen gestürzt worden. So, denke ich 4 oder 5. Muss ich hier genauer? Ja, entscheiden. Also entweder 4 oder 5. Also, was war Ihre Frage nochmal? Wie viele unterwegs waren? 4 oder 5, Sie haben jetzt gesagt 4 oder 5, müssen eine Zahl festmachen. Mhm. Hm. Also, 5. Bleiben wir bei 5? Bleiben wir bei 5. Okay. Die nächste Frage ist, von den... Kann ich hier jetzt zurückgehen? Jetzt zurückspielen? Rückwärts? Nochmal zurücknehmen? Ja. Also die waren nun insgesamt 17, jeweils hier 4. Einer war 4 Flugzeuge waren. Sagen wir 4 Flugzeuge. Ja. Okay. Ja. Machen wir 4 Flugzeuge fest. Ja. Alles klar, sehr gut. Die dritte Frage ist, die Terroristen wurden ja relativ schnell, die ersten wurden relativ schnell identifiziert oder die vermeintlichen Attentäter wurden relativ schnell identifiziert. Und zwar zum Beispiel Saddam al-Sakwami und andere, die durch einen persönlichen Gegenstand, der jeweils an der Absturzstelle gefunden wurde, identifiziert wurden. Was war das für ein persönlicher Gegenstand oder für ein Gegenstand, der genutzt wurde, woran die identifiziert werden konnten? Ein Gegenstand. Mhm. Persönlicher Gegenstand. Weiß ich nicht genau. Auch gerne raten. Persönlicher Gegenstand. Vielleicht Ihr Ausweis? Ausweis. Sagen wir Ausweis? Ja. Okay. Oder Passport. Ja, Ausweis, Pass, sowas. Okay. Die nächste Frage ist, der Hauptverantwortliche oder der da als Hauptverantwortlicher für diesen Anschlag gewertet wurde, war ja Osama Bin Laden. Und die Bin Laden-Familie war eine Bauunternehmerfamilie, die bereits auch Geschäfte mit amerikanischen Familien gemacht hat. Jetzt gab es auch eine spezielle, sehr bekannte Ölunternehmerfamilie, die vorher, vor den Anschlägen mit den Bin Ladens... Bush-Familie. Wollte ich gerade fragen. Welche Familie war die Familie? Bush-Familie. Bush-Familie? Familie Bush. Ja. Okay, und haben wir auch schon eine direkte Antwort. Und jetzt die letzte Frage, und zwar Osama Bin Laden wurde ja in 2003, also im Anschluss daran, in verschiedenen Ländern vermutet, wo er war. Und wir würden gerne wissen, dass Sie eines dieser Länder benennen, wo er vermutet wurde, und dass Sie das Land benennen, welches von den USA 2003 angegriffen wurde. 2003 wurde hier Irak angegriffen, aber Bin Laden war nicht in Irak, glaube ich, der war hier in Afghanistan. Aber 2003 wurde Irak angegriffen. Jetzt, was ist Ihre Frage? Wollen Sie wissen, wo der Bin Laden war? Nee, Sie haben eigentlich schon beide beantwortet. Also wo er vermutet wurde, Afghanistan haben Sie gesagt, und was angegriffen wurde, Irak. Ja, ja. Mhm. Ja. Sehr gut, dann haben wir jetzt die 5 Fragen voll und können jetzt auflösen. Also genau richtig, die wenigstens 3 sind eingestürzt direkt. Also das dritte war World Trade Center 7.
7 war, nicht genau. 4. Gebäude genau. 4. Genau, erst die Gebäude 1 und 2, die Twin Towers, ja, und dann ja. die 7, das war das dritte Gebäude, was ja. dann durch, wo dann brennende Teile sagt, rüber, ja, 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 man sagt, dass die da rüber geflogen sind. Dann, genau, waren es 4, richtig, 4 Flüge, also die, die sie auch aufgezählt haben, Pentagon, die 2 Zwillingstürme und eins, was in Shanksville auf dem Acker dann ja, gelandet ja, ja, ist, ja. was vielleicht woanders hin sollte oder abgestürzt ist. Der wollte hier, ich glaube, hier weißes Haus hier angreifen. Wahrscheinlich, ja. Das war die Idee. Dann hatten wir den persönlichen Gegenstand, richtig, Ausweis, Pass, also die sind dann wohl da rausgeflogen, die Ausweise, wie auch immer, auf jeden Fall wurden die dann da gefunden und darin wurden die identifiziert. Dann die Familie, die Geschäfte gemacht hat, richtig, Bush-Familie. Und zuletzt Länder, wo er vermutet wurde, Afghanistan zum Beispiel und was angegriffen wurde, Irak. Also ja. perfekte Antworten, alle Sachen richtig. Nein, brauchst du nicht. Nicht? Nein. Einfach so? Ja, okay. Einfach so, habe ich nur teilgenommen. Dann hätten wir vielleicht noch die Frage, was Sie so denken über die... über die Geschehnisse und was so im Anschluss daran passiert ist, weil wir auch immer wissen wollen, wie die Leute das so einschätzen. Weil Sie wissen auch so gut darüber Bescheid, das hatten wir noch gar nicht, dass jemand alles richtig hatte. Denke ich, das war ein sehr schlimmes Ereignis. Das kann man sagen, dass dieses Ereignis die Welt geändert hat. Und da wurden viele Muslime so unter Verdacht gestellt und schlecht behandelt. Ich war hier damals hier unterwegs von München nach Sachsen. Da habe ich im Zug hier erfahren, wie Leute mit solcher hier wie südländisch ja. sich begegnen und wie sich hier positionieren. Das war sehr schlimm. Wurden Sie da auch selber? Waren Sie auch selber in Gefahr? Nein, war ich nicht in Gefahr, aber man hatte auch allgemeine hier Trauergefühl mit Amerikaner, was im Land passiert war, und war auch ein bisschen schockiert, sollte nicht so passieren oder warum, aber auf jeden Fall war nicht so schöne Erfahrung, was ich hier damals gemacht habe und wie ich die Menschen und die Leute gesehen habe, das war wirklich traurig. Und was würden Sie sagen, was sollte man machen, um vielleicht in Zukunft auch sowas zu verhindern oder sozusagen gut damit umzugehen in Zukunft? Ich denke, man muss die Menschen allgemein respektieren, abgesehen von ihrer Religion. Das heißt, die Menschen sollten Mittelpunkt sein und nicht ihre Religion und Glaube. Und gute Informationen, richtige Informationen, die Leute öffnen, damit die nicht hier was falsch verstehen. Dass sie auch wirklich wissen, was passiert. Ja, wissen, was passiert, genau. So denke ich, das wäre gut, wenn die Leute sich hier gegenseitig respektieren. Abgesehen von ihrem Glaube, das wäre dann super. Dann haben wir ein besseres Welt. Klasse. Ich würde das als Schlusswort nehmen. Ich bedanke mich nochmal für die Teilnahme und für das Gespräch am Ende. Ist okay. Super. Dankeschön. Ich bedanke mich. Danke. Ciao. Ciao. I protest. Liebevolle Revolution.